4, 3, 2, 1. Leute, ich muss so krank doll aufs Klo. Ich sag gleich Hallo. I can't believe it, but I did it, Leute. Ich bin gerade offensichtlich im Flugzeug. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen damit zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg nach Frankfurt, beziehungsweise nach Köln, beziehungsweise nach Aachen. Ihr werdet es alles noch verstehen. Ich war nämlich in New York, da habe ich mir auch diese Kappe hier für $6 auf der Straße geholt. Und ich dachte erst, der sagt mir, es kostet $60, weil $6 so wenig klang, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich wirklich eine Kappe für $6 kriegen kann. Ich hätte sie für 60 nicht gekauft. Ich war auf jeden Fall die letzten Tage in New York. Ich habe da eventuell was für, gestern waren wir noch Kinder, gemacht. Also ich habe nichts gedreht, aber ihr werdet das noch erfahren. Es ist unfassbar crazy. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Seht ihr das? Digga, ist das scheiße? Was zur Hölle? Oh Mann, der Pulli ist neu! Nee! Nee, das ist Tomatensauce. Ich fliege jetzt gerade zurück nach Frankfurt. Es ist in New York 16 Uhr gewesen, als wir losgeflogen sind. Und wir fliegen jetzt so ungefähr 7 Stunden. Es wird 5 Uhr morgens sein, wenn ich ankomme in Frankfurt. Dann muss ich noch mit dem Zug weiter nach Köln. Dann bin ich so gegen 8 Uhr morgens da. Allerdings bin ich halt um 16 Uhr hier losgeflogen. Das heißt, für mich ist es jetzt noch komplett mitten am Tag. Und ich bin absolut alles, aber nicht müde. Aber ich sollte halt wirklich ganz, ganz, ganz dringend schlafen, weil ich halt die komplette Nacht in Deutschland gerade durchfliege. Und morgen habe ich einiges vor. Ich werde nämlich zuerst, ich fahre zuerst zu Jenny, weil da mein Auto steht. Dann sammle ich sie ein, mache vielleicht noch einen kleinen Powernap um 8.30 Uhr. Dann fahren wir zu Ju, weil morgen das erste Hauptvideo kommt und wir dann die Premiere zusammen gucken. Endlich mal. Ich war noch nie dabei, als ich die Premiere geguckt habe, weil ich nie Zeit hatte. Und heute bzw. morgen geht's endlich. Und nachdem wir dann das Hauptvideo angeguckt haben, fahren Jenny und ich zusammen zum San Remo Festival, wo dann um, ich glaube, 0 Uhr oder so Apache auftritt, was ich unbedingt sehen will, weil letztes Mal war Apache richtig geil, als ich ihn letztes Jahr gesehen habe. Das bedeutet allerdings, dass mein Tag morgen bis mindestens 1 Uhr oder 2 Uhr nachts komplett durchgeplant ist. Ich nur jetzt Zeit habe zu schlafen und auch nicht mal mehr lange, ich glaube noch 5 Stunden oder so. Das wird ein Spaß. Immerhin ist mein Ärmel wieder sauber. Und das. Leute, ich bin angekommen bei Jenny. Hilfe! Mein Gott. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns so beeilen. Ich habe schon wieder komplett vergessen, mit zu filmen. Ich bin mittlerweile wieder in Deutschland angekommen, by the way. Mein Flug war klasse. Ich konnte überhaupt nicht pennen. Ich habe mir extra diese Melatonin-Dinger... Ich glaube, ich habe euch das gar nicht erzählt. Ich habe mir auf jeden Fall so Melatonin-Gummibärchen gekauft, damit ich pennen kann, weil es ja 16 Uhr war gestern. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, 2 Stunden geschlafen jetzt heute Nacht. Beziehungsweise für mich habe ich ja bis 23 Uhr den Flug gehabt, aber ich war um 5 Uhr morgens halt in Frankfurt. Es ist jetzt 10.42 Uhr und wir müssen uns jetzt hardcore beeilen. Wir haben uns schon fertig gemacht, wie man hoffentlich offensichtlich sehen kann. Jenny flitzt hier noch rum, weil wir mal wieder viel zu spät sind. Vor allen Dingen haben wir halt erst... Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Wir haben halt erst vorhin noch so richtig rumgechillt, weil wir dachten, ach ja, wir haben ja noch voll viel Zeit und jetzt ist wieder... Wir haben noch überlegt, ob wir Stress machen wollen. Stress Deluxe, ja, haben wir zum Glück nicht gemacht. Das hier ist mein Outfit. Also eigentlich ist dieser Pulli, gehört der nicht dazu, aber... Ich brauche auch noch einen Pulli. Der ist für Wärme und einen anderen habe ich gerade. Oh mein Gott, Alter. Ich habe Jennys Hose an und wir haben Partnerlook gemacht. Jenny hat obenrum grün an, ich untenrum und sie untenrum schwarz und ich obenrum. Also... unter dem Pulli hier. Und wir fahren jetzt zu Ju, weil wir werden jetzt gleich die Premiere gucken zusammen von dem ersten Hauptvideo. Und darauf freue ich mich so krass. Ich habe mich ja in Bella Porch verwandelt für den Dreh und ich habe weder das Video gesehen, noch den Song gehört bis jetzt. Also ich habe ihr Fotos gezeigt, wie es aussieht. Julia als Bella Porch. Krass. Das ist nicht erlaubt. Das wird das Internet sprengen. Das ist so scheiße. Ich komme gar nicht klar. Ich will mir das ausdrucken, auf die Wand hängen. Das ist so geil. Ich bin so krass gespannt, Leute, was die Reaktionen darauf sein werden, weil ich war selber absolut geschockt, als ich
ich mich da als Bella Potsch gesehen habe, weil ich einfach aussehe wie ein komplett anderer Mensch. Aber ich fand es auch richtig geil. Let's go! Okay, wir sind bereit. Wir haben Decken und Kissen dabei, weil es ist wichtig, sicher zuerst, wenn Julia müde ist heute Abend, dann fahren wir nicht mehr nach Hause. Sondern schlafen im Auto. Oh, warte mal, ich brauche meinen Schlüssel, den habe ich vergessen. Boah, Leute, es ist hier direkt wieder so alles voll Stress. Stress, aber ich liebe halt auch Stress ein bisschen, ne? Okay, los geht's! Ab geht's! Oh mein Gott! Was? Ich hätte fast in der Kamera keinen Akku gehabt. Okay, Partner Nummer 1 ist im Auto. Partner Nummer 2 folgt. Hallo Partner Nummer 2. Hier sind Snackies. Wo packen wir Snackies hin? Für wenn wir Hunger kriegen. Snackies. Ey, Snackies auf dem Toluca-Film haben mich auch alle ausgelacht, weil ich Kohli sage, Schlafi, Chippies, Pommi. Hier können Snackies rein. Pupsi. Dann mach Pupsi. Muss ich jetzt noch irgendwie schminken? Ja, das schaffst du. Weil Julia ist ready gemacht, ich nicht, wie man sieht. Oh. Vorsichtig fahren, okay? Ja, mach ich. Ich halte euch fest, wenn ihr fallt. Ja, du weißt es. Hallo, Jen. Hi. Hallo. Ich hab deswegen eben nichts gesagt. Ja. Ich hab nichts gesagt. Ey, was? Hallo, kommt rein. Hallöchen. Hi. Was kommt? Hörst du bitte auf? Ich glaub's dir. Hallo. Was? Ich bin angekommen. In 10 Minuten geht's los, oder? Die Nervige ist wieder am Start. Oha. Recht ey, dass Julia jetzt bei der Premiere dabei ist, ist einfach so krass. Ist eine Premiere. Ist eine Premiere. Das ist eine Premiere. Der Objektiv ist so überkrank dreckig einfach, als hätte er jemand so drauf gespuckt. Ja, aber man kann trotzdem alles erkennen. Das ist Zauberei. Ja, das stimmt. Boah, sehe ich fertig aus. Sehe ich sie fertig aus. Ein bisschen. Du hast noch weniger gepennt als ich. Ey, du pennst auch die ganze Zeit gar nicht. Sieh dich nur überall. Bah. Ich weiß. Ey, du bist die ganze Zeit nur unterwegs. Wer braucht Schlaf? Niemand braucht Schlaf. Schlaf ist for the weak, Freunde. Ja, sehe ich auch so. Ne? Ja. Machen. Er schläft für uns. Nö, Tobi. Wo ist Kelly? Wo ist Kelly eigentlich? Frech und asozial. Thomas weiß auch nicht, dass ich da bin. Der wird sich, glaube ich, gar nicht so sehr freuen, nach dem, was du gemacht hast. Was habe ich gemacht? Weißt du es gar nicht? Ich habe doch draußen okay, aufgelassen. Kriege ich jetzt gleich eine reingehauen? Wolltest du deshalb, dass ich komme? Ja, er hat mir Peace gezeigt. Was geht? Ich habe schon ein Auto gesehen draußen. Ach so. Ja, alles gut? Hallo, wie geht's? Okay, wir sitzen alle bereit. Alle hier, ey, es sind so viele Menschen hier, es ist total crazy. In nicht mal einer Minute geht's los. Wie viele Leute sind da schon drin? Kann man das irgendwo sehen? Wie viele haben wir denn jetzt? 48.000? Alter. Oh, 60.000. Alter. Das ist schon viel, ne? Ich habe einfach davon geträumt. Ich hab davon geträumt, dass alle... Hast du was Positives geträumt? Ja. Oh mein Gott, geht's los? Ach, der Trailer. Ach so. Ich bin gestresst. Ich bin richtig gestresst. Ju, du hättest ja schon mal den Beamer auspacken können, ne? Also, der Bildschirm ist schon ein bisschen mickrig. Kommt auf die inneren Werte drauf an. Was da drin hast du sehr schön gesagt. Alter, es gucken jetzt einfach 99.000 Leute zu. Das ist so aufregend. 5, 4, 3... 2, 1, 2, 1! Wir müssen den Lauf aufhalten, bevor er die komplette Kontrolle übernimmt. Oh, solange diese Tür da nicht aufgeht. Ich hab nur gerade gesehen, dass mein Handy-Akku leer geht. Naja, das war dein letzter Ort. Ach du Scheiße. Cute, wie du versuchst, mit deinem IQ die ganze Crew zu ownen. Hör mir mal zu, du bist verflucht, weil du Gott zu verschonen. Du bist perfekt, weil du rett mit Verlust. Ach du Scheiße. Sorry, hier gibt es kein Held. Und mein Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Ach,
Was ist denn? Ich verstehe es nun. Also steht ihr auf jeden Fall, wa? Junge! Denn sie sind bemitleidenswert und Beta. Willkommen in der Crew. Gott, heftig. Heftig, Digga. Oder war das? Oha. What the fuck? Leute, wir machen jetzt was, wofür meine Mama mich eventuell enterbt. Also wirklich. Und zwar posten wir dieses Bild jetzt hier. Alter! Aber auch dieses Bild hier. Oh mein Gott. Und dieses Bild hier. Du, das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch. Es sieht eigentlich genauso aus, wie wir wollen, weil guck mal die Caption. New King unlocked. Ja, aber was anderes kann man auch nicht so richtig zu schreiben. Nee. Boah, ich hoffe, das passt Instagram und feiern das und löschen das nicht. Ich drücke auf Teilen, ja? Machst du? Okay. Los geht's. Wow. Es ist im Internet. Ach du Scheiße. Ah ja, ich muss annehmen. Genau, Koop. Schnell. Hilfe. Anfrage. Annehmen. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Warum hattest du eigentlich dieses Ding? Welches Hast du das Ding? Geplant, diese Bilder mit mir zu machen? Nee, gar nicht. War von Fieser. Das ist doch dieser Gurt von Jerky. Ach so. Ja, das war super random. Es war mega unangenehm, dieses Foto zu schießen. Es war mega unangenehm, diese Idee ja, mir ich zu sagen. Oder sagen. So, wie kam das? Du kam so an, so aus dem Nichts wirklich. War so, also ich würde jetzt oberkörperfrei mich auf den Boden legen und du trittst dann auf mich drauf, okay? Da wollte jemand was ausleben. So, ja, oh, okay. Und danach habe ich so gut geschlafen. Ne? Ich habe auch gestern oder so wieder dieses TikTok von euch gesehen aus dem Podcast, wo du sagst, dein ewiger Crush ist Bella Porch, wo ich dann auch wieder dachte so, irgendwann kam wofür wurde ich hier ausgenutzt? Kamst du irgendwann zum Drehen zu mir, meinst du, hey, Bella Porch ist dein Crush und jetzt werde ich so Bella Porch, du? Ja. Und dann wusste ich nie, was ich sagen soll. Scheiße. Ja, tja. Du hast noch gar nicht gesagt, wie du das Video findest. Das Video ist unnormal geil. Also ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Man hat ja meine Reaktion gesehen. Das ist so geisteskrank heftig geworden und das war einfach nur Teil 1. Das war echt Teil 1. Das war einfach nur Teil 1. Ihr seid absolut irre. Boah. Guckt es euch an, Leute. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten könnt ihr auf Julian Bams Kanal gehen. Da findet ihr es dann auch. Da müsst ihr euch auch diese schlimme Perspektive hier nicht mehr geben. Kleines Update, Freunde der Sonne. Wir sind wieder im Auto. Und wir haben es mittlerweile nach Weeze geschafft. Hier ist nämlich das Festival. Habe ich das eigentlich vorhin erzählt, dass wir jetzt auf dem Festival gehen? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Jedenfalls sind wir jetzt auf dem Weg zum Festival. Wir gehen zum Sanremo Festival. Das ist in Weeze auf dem Flughafengelände. Und schaut mal vor uns. Tada! Stau. I love Stau. Stau ist my favorite. Aber es ist tatsächlich relativ wenig Stau. Perucaville ist auch auf dem Gelände hier. Und letztes Jahr, als ich hier war, haben wir so viel länger gewartet. Echt? Ja. Wir sind auch noch am Anfang, ne? Oh, echt? Es kann noch ganz schön lange gehen. Oh, ich dachte irgendwie, wir haben schon voll viel geschafft. Weil normalerweise war es immer so, dass schon auf der richtigen Straße richtig fett Stau war bei uns, ja. Naja, es hat gerade zumindest schon mal aufgehört zu regnen. Wir können das ist so schon lange mal ein sehr gutes Zeichen. Wir können, oh Gott, wir können so lange durchs Maisfeld laufen, so wie Joey, der keine Angst davor hat, alleine durchs Maisfeld zu laufen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, das ist wirklich absolut psychopathisch. Joey, falls du das aus irgendeinem Grund sehen solltest. Joey, wie kannst du keine Angst davor haben, alleine nachts in einem Maisfeld zu laufen? Also spätestens, also erstens wegen dem Wilde-Kerle-Film früher. Ja. Falls ihr Wilde-Kerle geschaut habt, dann ist die Fear Maisfeld schon unlocked. Und dann gab es auch noch so einen Netflix-Horrorfilm, den wir beide geschaut haben. Ja, und wir haben gerade gemerkt, deswegen haben wir beide Angst vor Maisfeldern. Genau, das war so ein Film, wo man ins Maisfeld gegangen ist und irgendwie nicht mehr rauskam und dann irgendwann sich selber begegnet ist, seine eigene Stimme. Ja, die Zeit ist so stehen geblieben so ganz, und so dann weirder sind die da drinnen gestorben. Ich glaube, der hieß Into the Woods, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber es ergibt keinen Sinn, das ist kein Wald. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht war das auch ein anderer Film noch. Falls ihr wisst, welchen Film wir meinen, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Und falls nicht, sucht's nicht, guckt ihn euch einfach nicht an. Nee. Dann werdet ihr friedlich mit Maisfeldern weiterleben können, weil wir können es nicht. Ich bin nur auf dem Weg.
What the actual fuck is happening? Es ist fucking 5 Uhr morgens. Wir sind gerade wieder bei Jenny zu Hause angekommen. Ich bin komplett tot und habe einfach absolut vergessen zu vloggen. Ich habe keine einzige Sekunde auf dem Festival gebloggt. Ich habe es mir so fest vorgenommen. Ich habe einfach komplett gecheckt. Deswegen habt ihr gerade nur so ein paar random Handy-Videos gesehen, die alle in Hochkant gefilmt wurden. Das tut mir sehr, sehr leid, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß. Aber ich bin arschmüde jetzt, also wirklich arschmüde. Ja. Jetzt reicht es. Meine auch. Das Gefühl, alles stinkt. Ja. Es war ein toller Abschluss von der Festival. Oh Gott, der Spiegel, um Gottes Willen. Oh, du kannst mir erzählen, was so passiert ist. Ach so, das erzähle ich euch morgen. Oh. Gute Nacht.